grüß euch von dem gerechten Innsbruck. Heute sind wir durch einen besonderen Anlass in der Altstadt. Ja, was ist das Aushängeschild einer Stadt? Das ist grundsätzlich der Bürgermeister. Ich meine, bei uns in Innsbruck leider nicht, weil bei uns ist der Bürgermeister ein 5-jähriger Kollateralschaden für die Stadt, meiner Meinung nach. Und es ist die Altstadt. Und die Altstadt ist aber auch kein Aushängeschild in Innsbruck, weil wie es da jetzt ausschaut, was diese Pflasterungen anbelangt. Dieser Fleckelteppich, und das seit Jahren. Ist für eine Tourismus-Weltstadt, wie sich Innsbruck nennt, eine Katastrophe. Wer ist zuständig? Ja. Wir wissen es eh schon wieder, wer für Tiefbau zuständig ist. Uns wundert es auch nicht, weil wenn eine Person, die so inkompetent ist, die eigentlich von Tiefbau und anderen Sachen keine Ahnung hat, im ehemaligen Brotberuf Turnlehrerin, wenn der jetzt so ein Ressort inne hat, dann kann nichts Gescheites rauskommen. Wir können nur froh sein, dass wir den Bolzerplatz verhindern haben können und dass der Vorplatz der Haus der Musik noch nicht begonnen wurde, weil sie ist nicht einmal imstande, in ihrer bisher 5-jährigen Amtszeit sozusagen die Altstadt dementsprechend schön gut zu gestalten. Da ist vor Jahren sind die Gräben aufgerissen worden. Bis heute ist so gut wie nichts geschehen. Wir haben jetzt gefragt, dass heuer im Jahr 2023 überhaupt nichts mehr weitergeht und dass vielleicht, wenn wir Glück haben, bis als fertig ist, wir im Jahr 2026 sind. Wir haben aber andere Fraktionen, die sich endlich zu Wort melden müssten. Das ist einerseits der für Tourismus zuständige noch Vizebürgermeister Anzengruber, den sieht man zwar gefühlt auf 2000 Fotos pro Monat, aber bei Sachen, die eigentlich in sein Ressort einfallen, hört man so gut wie gar nichts. Wir haben eine Wirtschaftsstadträtin, die im Prinzip, was die Wirtschaft anbelangt, einmal ausschreien sollte. Was wir aber noch haben, ist eine Wirtschaftskammer. Ja, stellt euch vor, die Wirtschaftskammer gibt es immer noch. Wir haben uns zwar einige gefragt, ob das wirklich stimmt, weil sie haben nichts mehr gehört. Wir haben uns jetzt erkundigt, wir waren uns selber gar nicht mehr sicher. Ja, die Wirtschaftskammer gibt es noch. Der Präsident Christoph Walser könnte auch einmal einen Aufschrei tätigen, was er nicht macht. Alles in allem ein Trauerspiel in der Stadt Innsbruck. Und ich hoffe, dass sich das nach 2024, nach der nächsten Wahl ändern wird, wenn wieder Leute an den Schalthebeln der Macht kommen, die Kompetenz haben. Herz, Hirn und Hausverstand, derzeit ist das leider nicht der Fall. Macht es gut aus der Altstadt, Servus Innsbruck, Servus Tirol.